Gehört er zu mir? Weiß ich nicht, ob die jetzt gut oder böse sind zurzeit. Subkutane Impfpistole. Ja gut, die Androiden sind... Guten Tag, danke der Nachfrage. Ach, was auch immer. Die Androiden sind nicht mehr böse. Und deswegen habe ich letztens bei Resident Evil Revelation 2, bin ich auf Alien gekommen, als ich geguckt habe, ob sich die eine Tonne bewegt, wo ich gegengelaufen bin, weil das ja hier in Alien so ist. Weil ich so aus Versehen leer machen kann, wenn ich irgendwie Sachen umlaufe. Falsch. Es ist über mir. Ah, Lüftungsschacht. Ah, Lüftungsschacht. Oh, Karte. Karte aktualisieren. Wie sieht's hier aus? Auch nicht so toll. Anlagekontrolle. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Na so, kann ich die Tür einfach zumachen? Guck ich mal. Da geht's wieder auf. Ich gehe mal runter. Da, Sensor. Komponente B. Gut, dann gehen wir mal hoch und gucken, wo wir und wie wir die Tür absperren können oder das Treppenhaus. Da ist ein Lüftungsschacht. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Tür ist zu. Gehen wir hoch. Server Hub Reception. Staff Access Only. Tö. Ein Schuh? Oh. Schrott. Wieso hat sich die Tür bewegt? War ich das? Tür bewegt. Wieso? Da hat sich die Tür geöffnet. Ohne dass ich dort war. Seeks and Security. Tech Support. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Noch eine Karte. Lobby von Interesse. Da habe ich was übersehen, wie es aussieht. Ach so, nee, da war ja das Tonband. So, Server Hub ist noch zu. Aha. Ab und zu mal ein Licht anmachen. Dann sieht man auch mehr. Yeah, Sie Flammenwerferzeug. tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich. Ja, und ist das schlimm? Was wollte der jetzt? Ich werde umgehend bei Ihnen sein. Okay, dann frisst das Alien dich vielleicht erst auf. Ich gehe da noch nicht rein. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Nee, das Vergnügen mit mir rumzulaufen hattest du noch nicht. Aber deine Brüder. Da ist ein Terminal. Heidi Witzka, Heidi Witzka. Vorratsspeicher. Sieht immer so geil aus hier überall. Denke ich erstmal an den Terminal. An das Terminal. Verschwunden. Es hat sie geschnappt und ich konnte nichts tun.
Erst hat es Duck zerrissen, dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beiseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten, es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen, hat um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen, ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls Sie dies lesen, bewaffnen Sie sich! Ziel aktualisiert, sperren Sie das Treppenhaus ab. Ja! Plündern! Eric, hören Sie mich! Eric! Der verfluchte Funk ist schon wieder am Spinnen! Hören Sie mich! Eric, Lincoln hier! Hören Sie mich! Ich hab's zum Tech Support geschafft! Ich habe ein paar Wasserkanister und Batteriepacks mitgenommen. Oh, und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen, in den Tresorschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drin Sicherheitshacker auf. Könnten wir gut gebrauchen. Aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist... Ah! Das habe ich nicht gehört. Das hab ich nicht gehört. Das ist ja, ich glaube, den muss ich mal lauter machen. So ein Schlamassel. Na, so ist das, wenn Friedrich wieder dabei ist. Subkutane Impfpistole. Dann hier unten. Oh, hier liegt ja auch noch jemand. Sensor, subkutane Impfpistole, Komponente B. Komponente B. Dann baue ich mal was. Wie sieht es mit einer Rohrbombe aus? Dann packe ich da mal ein paar Komponenten rein. Da sind alle Sensoren drin. Subkutan-Impfpistole. Sprengkapsel. Bindemittel. Ladungspack könnte ich mal irgendwo reinhauen. Und Sensoren. Dann gucken wir nochmal EMP-Mine. Geiles Sounddesign schon wieder. So, die bauen wir mal. Noch 25 Schrott dazu. So. Oh, Kacke. Das Ding macht dann kaltblütig kalt, wenn man da irgendwelche schönen Nachrichten liest. Friedrich ist so gemein. Schrott war hier. Und wo war denn das Flammenwerferbrennöl oder wie das heißt? Ich glaube, hier war das. Ja. Scheiße. Wo ist er denn? Ah, da ist noch Karte. Eingegliederte Sevastopol-Station. Ich dachte, er kommt mit. Guck ich mal hier rein. Da ist auch ein Terminal. Und hier ist noch wieder ein Sensor. Sind hier Lüftungsschächte? Da ist eine Tür. Ja, die Anspannung ist jetzt wieder etwas größer. Da ist ein Lüftungsschacht.
Die Tür ist ja zu. Ich mach mal hier das Tonband an. Buche diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es eine Woche aushalten. Mhm. So. Also die Tür ist zu. Silaxisier, sperren Sie das Treppenhaus ab. Abriegelung einleiten. Das bin ich hier etwa richtig? Nee. Ich soll das Treppenhaus absperren. Wo geht's denn? Schrottladungspack ist voll. Leuchtfackel ist auch voll. Was ist das hier nur alles? Hebel benutzen. Lorenzistek Lobby. Sicherheitszugangsgenerator. Mach ich mal. So, dann gehen wir hier einmal so rum. Den. So. Auf Terminal zugreifen. So, hoffentlich kommt Friedrich jetzt nicht wieder von hinten. Eine Warnung, Sinclair. Mir liegen bestätigte Berichte vor, dass Sie und Ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass sie es schon vorher gefunden hat. Waits. Waffenruhe. Sinclair, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen und Ihrem Sicherheitsdienst auf Sevastopol, aber die momentane Lage ist ernst. Wir müssen eine gemeinsame Front bilden. Im Gegenzug für Ihre absolute Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anschuldigungen bezüglich des Marshall-Büros. Ist hier jemand? Im Sistek-Turm. Von wo aus Sie und Ihre Gauner-Kollegen Ihre Geschäfte führten, zurückziehen. Packen wir die Sache richtig an, Marshall Waits. Ich bin voll aufgeregt. Ich versuche das jetzt immer alles ganz schnell zu lesen, deswegen ist das so schlecht. Audio nix, Zubehör, Zellen. Zellen öffnen? Ja. Geht nicht? Naja, ich hab drauf gedrückt. Geh hier runter! Scheiße! Ich hatte keine Wahl, keine andere Wahl. Ach so, hier bin ich jetzt. Wenn der jetzt da ist. Es ist ja wieder in irgendeinem Lüftungsschacht hoch, der Penner.
Okay. Flammenwerfer, Brennöl, Sprengkapsel. Ah, hier sind Zellen. Ausweiskarte einsammeln, Schrott. Elektroschockerladung. Ist er schon wieder hier? Hier ist nichts, nur ein Löffel. Das waren nur die zwei Zellen. Gut, dann gehe ich jetzt hoch. Ich will speichern. Ach, wieder auf. Ist ja voll. Ich habe hier noch nicht mal eine Stelle, wo ich in Ruhe irgendwie was bauen kann. Ach, hier ist ja noch ein Terminal. Sicherheitsgitter an die Gruppe im Lager. Wir können keine Wache rund um die Uhr aufstellen. Aber mit der freiwilligen Wache und den bestehenden Sicherheitssystemen des Turms ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet. Und die Vorratsabschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir hier überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstouren mit Waffen zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich in einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Freigeben, Fehler, Audiofehler, Zubehörfehler. Gut, das Ding haben wir. Dann mache ich doch mal das Ding hier unten. So. Wartungszugang verschlossen. Okay, eine Sache haben wir. Ich will speichern. Ich will speichern. Wo konnte ich denn speichern? Wie komme ich hier anderes Stockwerk? Oh, nee. Verlassen Stockwerk X. Da, ja, dann müsste ich wieder ganz runter gehen. Was? Ich gehe hoch. Das ist Apollo und der Hibian. Der hier? Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Haben Sie sich verlaufen? Oh. Nee, hab mich nicht verlaufen. Geräuschmacher habe ich nichts, schade. Was fehlt mir denn da? Subkutane Impfpistole. Ich muss hier ran. So, was haben wir gelesen? Plündern haben wir auch gelesen, ne? Sieh das genau. Ach, scheiß drauf, ich habe Angst. Ich lese das jetzt nicht. Audio, Zubehör. Gut. Das hatten wir ja fast durch. Das erste hatten wir ja. Lüftungsschacht.